Habich für die AfD. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Prälat Dr. Jüsten. Sie haben sich im Namen beider großer Staatskirchen ja mit Nachdruck für den Familiennachzug von Menschen angesprochen, die nur vorübergehend hier in diesem Lande sein sollen. Sie haben das auch weitgehend ohne juristische Untermauerung gemacht. Deshalb will ich noch keine juristische Frage stellen. Sie sprachen aber davon, dass dieser Familiennachzug ja nur eine Kernfamilie betrifft. Wie definieren Sie denn diese Kernfamilie? Ist damit auch die Zweit- oder Drittfrau eines Syrers gemeint mit ihren Kindern? Und wie wollen Sie von hier aus überhaupt feststellen, wer zu dieser Kernfamilie gehört? Eine absolut berechtigte und vernünftige Frage. Und jetzt davon mal darauf achten, wie sie ganz charmant übergangen wird. Herr Jüsten? Gut, relativ einfach katholisch kann ich da antworten. Vater, Mutter, Kind. Das trifft aber leider die Lebensrealität eines Muslims nicht, der gerne auch mal 3-4 hat. Und das war seine Antwort. Da kommt nichts mehr nach. Er switcht das Thema. Eine absolut berechtigte Frage zur Praktikabilität dieser ganzen Geschichte des Familiennachzugs, dass er sowieso totaler Schwachsinn ist für die Leute, die nur temporären Schutz haben. Also was da die Rationale ist, möchte ich gerne wissen. Aber hier. Das macht mir die Sache relativ einfach. Und gibt mir die Gelegenheit, vielleicht noch auf das Wohnungsthema auch noch einzugehen. Und dann suffisant grinsen, aber eine schlaue Antwort. Denn ein Hauptproblem wird ja sein, wie die Familien dann hier auch vernünftigerweise unterzubringen sind. Nach unseren Kenntnissen ist ein Hauptproblem im Moment liegt bei den Kommunen selber. Wir würden gerne wesentlich mehr Flüchtlingseinrichtungen bauen, als es uns leider möglich ist. Es wird entweder zu wenig Bauland ausgewiesen oder die Genehmigungsverfahren dauern viel zu lang. Ja, und wie wollt ihr jetzt feststellen, wer zur Kernfamilie gehört? Wie soll das geregelt werden? Keine Antwort. Schade drum. Ja, so ein Witz.